Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen PlayStation 5 im Multiplayer mit dem lieben Game Rocker, unser Gewinner dieser Partie. Hallo YouTube-Welt, bitte keine Lorbeeren zu früh, aber wie soll ich sagen, Isabella hat Nano den Krieg erklärt. Wie kommt denn das? Ich war schockiert, meine also, eigene Frau. Ja, ich war schockiert. Was machst du, Nano? Was machst du? Echt? Ganz ehrlich, also vor Isabella habe ich weniger Schiss als vor den blöden Stadtstaaten, die mir jetzt hier auf die Pelle rücken. Ja, das kommt halt davon, weil halt eben Isabella irgendwie 100.000 Stadtstaaten hat. Guck mal, wer hier klangheimlich Taj Mahal gebaut hat. Wer denn? Oh. Ich habe es noch nicht gesehen, warte, ich bin... Ah, ja, look, tatsächlich. Diese Intrige hier. So, Sekunde. Was mache ich mit dir? Mache ich das so? Ja, gut so. Ach, guck mal. Kannst das machen? Ja, so schön. Nee, wir warten mal noch. Ja, wir warten. So, was haben wir denn hier? Anstehende Sitzung. Schon wieder? Okay. Haben wir schon wieder eine anstehende Sitzung? Mhm. Was hast denn du gemacht so bis jetzt? Wie ich jetzt? Nee, ne? Nein, mein Frachter meldet sich zu Wort, dass er wieder einen neuen Auftrag will. Und ich weiß gar nicht, was ich dem für einen Auftrag soll geben. Soll er auf Rotterdam gehen? Was? Soll er was? Rotterdam. Was ist mit ihm? Ich schicke den Frachter auf Rotterdam. Mach das nicht, da bin ich bald. Oh nein, echt jetzt? Ja. Wieso glaube ich dir das jetzt nicht? Weiß ich nicht. Hey, da hat es überall irgendwelche Einheiten genommen und ich kann gar nichts machen. Eigentlich müsste ich so schnell wie möglich zum Öl kommen, dass ich da der Isabella ein bisschen zuvor kommen kann mit diesem Schiff. Zuvor wozu? Ja. Hey, was haben mein die? Mein guter Game-Rocker, ich glaube, wir müssen uns da nochmal unterhalten. Wegen was? Zu was? Also, was willst du mit mir besprechen? Das machen wir dann noch. Aha, das willst du offline machen? Das ist, ja, ist wieder gut, ist okay. Hey, ja, ich brauche aber irgendwie... Ich würde das gerne so jetzt hier in aller Öffentlichkeit machen. Ich will wissen, ernsthaft? Was denn du vorhast. So. Haben wir da noch mehr? Das ist schon gut. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich weiß gerade nicht mal, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, noch über eine Minute. Easy peasy. Karavelle, wo hat denn die Karavelle? Der Circus Maximus ist auch fertig. Das gefällt. Und da haben wir auch etwas fertig. Sehr gut. Dann habe ich aber hier gesehen, dass ich noch ein Fischerboot kaufen könnte. Das machen wir auch noch gerade. Und jetzt hätte ich eigentlich genügend Zufriedenheit, um irgendeine Stadt, zum Beispiel Jakarta, zu annektieren. Das machen wir gerade. Und 405. Ui, das kostet aber viel Geld, hä? Okay. Oh, da.
Verdammt, oh, ich habe den nicht gesehen. Oh, ist Zeit abgelaufen? Ja, Zeit ist abgelaufen. Ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss da noch zwei Städte annektieren. Guck mal, die hauen ab, die Feiglinge. Bist denn du da im Krieg irgendwo? Hä? Wie jetzt? Wo ist die Kanone? Ach da! Guck mal, was die macht. Kann ich ja mit Spanien Frieden verhandeln? Kommt drauf an, wie viel Geld das hast. So, zack. Okay, jetzt aber, jetzt also erstmal mit der Stadt hier. So, dann mit dir nochmal, mit dir nochmal und dann nochmal mit dir. So, dann ist er weg hier. So, eine schöne Kanone. Was, hast du eine Kanone verloren? Ja, habe ich verloren. Jetzt kommt die hier auch noch reingeritten, einfach mal so. Das gibt's doch nicht. Du, um Orléans sieht's aber nicht so gut aus, hä? Wo treibst du dich schon wieder rum? ich sehe das einfach. Ich habe gedacht, überall meine Leute, die mir Bericht erstatten, was läuft auf dieser Welt. Hast du das nicht? Ich bin froh, wenn meine Leute da stehen, wo sie stehen sollen. Da bin ich schon froh drüber. So, Jungs, macht mal hier ein bisschen. Nee, könnt ihr gar nicht. Uncool. Oh, Venedig ist gewachsen. Sehr schön. Das gefällt. Oh, und wo bist du? Ah, das habe ich schon gemacht, in dem Fall. He? Okay. Was mache ich mit dir jetzt? Ach, das habe ich gar nicht wollen. Elfenbein. Hat irgendjemand Elfenbein im Angebot? Hast du Elfenbein im Angebot? Ich wäre im Fall interessiert. Mit dir handle ich nicht mehr. Nein, habe ich nicht mal. Also nicht für dich. Aha, aha, aha. So, okay, jetzt nochmal hier vor. Steht eine ganze Menge da im Rotterdam rum. Warten mal noch, bis das hier mal hergekommen ist, hier rüber. Oh, da kommt mir gerade etwas in Sinn. Ich könnte ja Medan auch noch. Okay, so. Annektieren. So. Und so. Welche Stadt? Paris. Ah, wir haben über eine Minute. Ja, dann geht das ja voll easy. Dann können wir die Stadt auch noch gerade annektieren. Bei nein, dir, da noch. Das verstehe ich nicht. Was verstehe ich nicht? Du bekommst die Zufriedenheit mit der laufenden Zeit, oder was? Ja, nein. Du kriegst sie so geschenkt. Mein Volk weiss einfach, dass ich ein super genialer, guter Herrscher bin. Oh. Und die sind einfach zufrieden mit mir. Also wenn ich jetzt dann einfach mal in die Demografie reingehe, bin ich schon lange nicht mehr gewesen, dann steht da Zustimmung bei 87%. Ich meine, hast du schon mal deine Zustimmung angeschaut? Ja, habe ich. Hat er recht? Ich weiß eben. Ich schon seit längerem ein Problem, das ist richtig. Ich weiß eben, wie mit dem Volk umgehen. Also, ich sehe einfach, einzig bei den Soldaten müsste ich noch ein bisschen Gas geben. He? Da bin ich noch
Da bin ich ein bisschen hinten drin. Aber ich bin momentan so im Frieden. Mit mir selber. Vor allem mit dir selbst. Du warst bestimmt bei deiner Erkundungstour auch mal in Amsterdam vorbeigekommen in letzter Zeit, oder? Nein, Amsterdam bin ich noch nie. So weit habe ich es noch nie geschafft. Wirklich nicht. Okay, Spanien zieht sich zurück. Das ist doch ein Zeichen für Frieden, oder? Nein, das ist schlecht. Wieso ziehst jetzt du jetzt zurück, Isabella? Was läuft? Muss ich dir mal zeigen, wo der Bartli den Most holt, hä? So, so. Aber nein, ich muss zuerst noch ein paar Sachen upgraden, bevor ich das machen kann. Ja, oh Dilemma. Gott, peinlich. So, das. Wieso gehen die Handelsposten Ewigkeiten, bis die stehen? Eins, zwei, drei. Diese Unzufriedenheit. Bist immer noch unzufrieden? Ja. Also, ich glaube, das wird die ganze Partie anhalten. Würde ich vermuten, Dann aktuell. machst, aber dann würde ich im Fall mal ein Massaker irgendwie kreieren und ein bisschen deine Leute killen. Irgendwas läuft falsch bei mir. Also nur so, ich führe jetzt gerade eine Politik ein, wo man plus 1 Zufriedenheit für jeden Hafen gibt und habe jetzt einfach schnell plus 12 Zufriedenheit bekommen. Ah, erzähl's mir noch. Ja, ich kann das auch noch dicker um die Nase binden, wenn du das willst. Also ich habe kein Problem damit. So, hier lang, hier hin. Haben wir? Ne, können wir nicht, ist doch klar. Ah nein, warte, den Künstler brauche ich nicht unbedingt. Komm, gib mir da einen Wissenschaftler. Das ist okay. Und ich hätte das gemacht? Ja, tatsächlich. Okay. Ulundi. Wie sieht es denn da aus? Gut, da sieht es gut aus. Wie sieht es bei dir aus, Nano? Du bist so ruhig. Das ist die reinste Konzentration. Ja, Aha. das ist das läuft hier. Auf was Ah. konzentrierst du dich denn? Propaganda. Vielleicht kannst du denn das im Ziff 6 wirklich machen. Propaganda. Das wär noch ein cooles Feature. Ja, guck mal, könnt ihr bei Spieleentwicklern mitmachen, glaube ich. Ja, kannst du mal den Vorschlag machen, vielleicht. Kommst du denn du zu einem gratis Key und dann kannst du mir schenken und ich kann dir erklären, wie man das Spiel spielt. Ja, das ist eine gute Idee. Also, liebe Spieleentwickler von Civilization, wenn ihr das hört, gebt mir doch bitte ein gratis Key, damit das Elend hier aufhört. Was? Der Wellington hat dir noch den Krieg erklärt. Wie kommt jetzt das? Das verstehe ich jetzt also gar nicht. Ich wundere mich mittlerweile über keine Kriegserklärung mehr. Oh, weil unser Handelsvertrag jetzt abgebrochen ist, habe ich tatsächlich 4 weniger Zufriedenheit wie vor einer Runde. Boah, ich habe minus 10 Zufriedenheit. Was mache ich Was? Mann. Oh, aber weißt du Also. was? Dann müssen wir dem jetzt, glaube ich, mal schnell ein Ende machen. Ich komme, glaube ich, zu dir rüber mit meiner Armada. Nein, das kann ich nicht machen, oder? Nein, das Oder? darfst du nicht machen. Also, ich muss mal meine Zuschauer fragen, was sie davon halten. Soll ich meine Armada, die ich eigentlich gar noch nicht habe, aber soll ich meine Armada zum Nano überschicken und ihm von seinem Leid erlösen? Oder soll ich mich da mit seiner Frau abgeben, die ihn anscheinend hintergangen ist? Hat. Oder was auch immer.
Ja, ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Bitte schreibt doch das in die Kommentare rein, dass ich meine Entscheidung ja, kann besser treffen kann. Bis dato tue ich einfach noch ein bisschen aufrüsten, würde ich mal behaupten, weil ich habe ja gesehen, dass ich nur dritten Platz bin bei der Armee. Das bedeutet, wir bauen jetzt hier mal in Ulundi eine öffentliche Schule bauen. Ja, da habe ich jetzt mit was anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Ich muss denke, zuerst meine Leute ausbilden, bevor ich sie kann in Krieg setzen. Oh, ich sehe, ich habe hier ein Weinfeld immer noch nicht repariert. Das brennt immer noch. Das ist aber schlecht. Meinst du? Ja, also. Ich finde das jetzt wirklich nicht gerade so gut. Ah, was mache ich denn jetzt hier unten mit denen? 4. So, jetzt gucke ich mal hier. Guck mal, ich hab ein Angebot für dich. Was hältst du denn davon? Guck mal. Das ist was ganz Tolles. Kannst mir glauben. Du kannst mir da ruhig vertrauen. Ja. Ich sag mal das. Was hältst du denn davon? Guck mal. Ich schau's mal an. Brauchst du Zufriedenheit? Nein. Das ist nur, damit meine Soldaten ein bisschen was trinken können und so. Ah, du willst zululändische Wein, weil du gespürt hast oder gehört hast, dass das das Getränk der Kraft ist. So, genau so sieht's aus. Ich will endlich mal hier so spüren, wie das ist, siegreich zu sein. Und wenn es nur beim Trinken ist. Okay. Habe ich sie jetzt angenommen? Ich komme gerade nicht raus, ob ich es angenommen habe. Ah, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Ich glaube, ich habe es angenommen. Bei mir noch nicht. Auf wer warten wir denn? Auf den Barbar? Wieso warten wir denn auf den? Vereinbarung nicht mehr gültig. Okay. Wer kommt da schon draus? Jetzt? Du hast es nicht angenommen? Ja, eigentlich habe ich es angenommen, aber irgendwie hat es nicht angenommen. Also wie gesagt, ich komme gerade auch nicht raus. Muss man vielleicht noch einmal den Vorschlag machen, dass ich mir es noch einmal überdenken kann. Hey, wieso habe ich da... Nee, du hast es angenommen. Das ist... Ich habe es angenommen, doch? Okay. Ja, hast du. Ja, passt. Passt. Da bin ich ja froh. Na, und ich erst. Jetzt kann ich den leckeren Wein kosten. Hey, da ist eine Fregatte nach der anderen. Hey. Da bin ich mit meinen Zweinen derb im Hintertreffen. Das haben wir doch gemacht, oder? Ja, das haben wir gemacht. Da fällt mir einfach nur... Ich weiß noch nicht so recht. Ich bin echt so konzentriert, dass ich total ruhig bin, stelle ich gerade selbst fest. Das ist aber gut, ja. Also ruhig sein ist eigentlich immer schon gut. Vielleicht nicht gerade bei einem Let's Play, aber... Ich kann ja nichts sagen, weil ich muss mich eigentlich auch recht zusammennehmen, dass ich überhaupt weiss, hey, was habt ihr da für Seich vorgeschlagen? Naturbestätten und Buddhismus. Also, ich spinne es ja beiden, oder? So. Ähm.
Wie lange geht es noch wieder, bis meine Stadt wächst? Ah, ich habe einen Viertag da. Juhu, dann feiern wir doch den Tag. Ja, das ist super. Das ist gut. Leuchtturm brauche ich. Nächste Runde. Ich bin bereit. Wie sieht es bei dir aus? Ich noch nicht. Ich bin. Geht gleich los. Ah, du bist da Rotterdam am Fetzen. Ich sehe es, ja. Ich sehe es. Du hast doch echt deine Nase überall. Ja, ich habe dir gesagt, man muss da immer schauen. Und die Ohren und die Augen offen haben. Hey, leck du mir, meine Zustimmung ist bei 100%. Darf ich da stolz sein auf mich? Er reibt es mir wieder unter die Nase. Gut. Ja, gut, das wirst du jetzt noch ein paar Runden hören. Oh, verdammt, mir fehlen jetzt hier vorne aber die Kanonen, stelle ich gerade fest. Ganz ungünstig für den Angriff. Ganz, ganz ungünstig, wie ich gerade feststellen darf. Ah, ich Idiot. Ich will gar nicht wissen, was war. Aber ich sehe, wir haben beide den Buddhismus abgelehnt, aber es hat nichts genützt. He? Die blöden Holländer und die blöden Spanier sind einfach wieder mal anderer Meinung gewesen. Na prima. Oh Mann, 4 Runden, bis du da oben bist. Na, Prost Mahlzeit. Du, aber so lange machen wir im Fall nicht mehr. Einfach, dass ich das gerade mal gesagt habe, so lange zocken wir dann nicht mehr. Gell? Weil, weißt du, ich bin immer wieder so am Anschlag und brauche aber zwischendurch meine Pausen. Okay, einmal also, um durchzuatmen. Ja. Nach dem ganzen Wein, den du zu dir nimmst. Also, den Wein habe ich auch dir gegeben. Den bist du momentan am Konsumieren wie ein Wilde. Darum das erklärt ja warum. Momentan. Also darum bist du dort in Rotterdam recht am durchstarten. Welches Let's Play siehst du gerade? Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. So, hier vor. Nein! Oh, habe ich den Bautrupp da echt stehen lassen? Ich Idiot. Sieht nicht gut aus. Verlierst du etwas? Also bis hierhin war alles gut, aber jetzt mit Rotterdam, ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Mit Rotterdam? Ja, hättest du das nicht sollen machen, Mensch? Ich glaube, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Bin mir da ziemlich sicher sogar schon. Oh, warte mal, ich kann mir aber auch mal den Fehler Korrektur kaufen vielleicht. Wo ist denn hier mein... Sekunde. Mein Amsterdam ist ja hier, da kann man doch was kaufen. Guck mal, zack. So, versuchen wir mal den Fehler so zu korrigieren. Okay. Hier hin. Ja, also du darfst gern noch weiter überlegen. Ja. Aber ich habe im Fall fertig überlegt. Das Einzige, was ich noch brauche, ist Unterstützung von meinen Zuschauern in der Entscheidung. Was soll jetzt da gehen? Soll ich jetzt wirklich den Nano erlösen? Oder soll ich ihm in den Rücken fallen? Ich bin ja auch ein treuer Jan. Ich wäre ja dafür, dass du den armen Nano noch ein bisschen sein Dasein gönnst. So. Es läuft mal bei ihm. Ah, okay, ist gut. Ich glaube, so viel Zufriedenheit wie ich plus hast du minus.
Nein, ich habe tatsächlich mal 1 plus. Ah, okay. Oh, okay. Ja, ich sehe da. Oh, kommst langsam drei, hä? Kommst langsam drei. Das ist gut. Aber ich schlage vor, komm, wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Was meinst du? So machen wir das. So machen wir. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr mögt, dann schaut mal beim Game Rocker vorbei. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Also, was das Spielen angeht, kann er das definitiv besser. Wenn ihr bei mir sehen wollt, wie man es nicht macht, dann schaut einfach bei mir vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Yeah, Tschüss. cheers.